So, und weiter geht's. Super, wir könnten entweder nach links gehen. Oder nach rechts. Es ist beides. Ach komm, guck, gehen wir erstmal hier nach links. Was soll der Geiz? Lass nochmal einen Schluck Kamillentee trinken. Oh. Kann schon ein Löffel Zucker drin sein, aber ein Schluck warmer Kamillentee, es gibt nichts Besseres, Leute. Trinke ich ganz gerne. Vor allem, wenn es kühler ist. Und wenn ich meine Stimme beruhigen soll, wie ihr hört. So, komm mal her. Na, komm her. So, das haben wir gepackt. Die Musik ist schön. Der ist auch nur hier in dem Gebiet. Wo sind wir eigentlich? Auf die Karte gucken. Ja, das Schwarze da oben ist der schwarze Troll. Wir sind in der Nähe von der Pyramide. Juwelenschatulle, Honig. Ich speichere mal, aber ich glaube nicht, dass wir von Innos was Neues kriegen. Ich glaube, das ist nur einmal am Tag. Ja. Deswegen lade ich nochmal neu. Ja, man kann es Betrügen nennen. Vielleicht ist es kein Cheaten. Ist es vielleicht ein bisschen Ausnutzen von der Speicherfunktion. Aber so ist das. Kann man ruhig mal machen. Ist jetzt nichts Spielgravierendes. So, im zweiten Kapitel gibt es ja natürlich auch noch viel mehr Monster, auch Respawn. Aber das passt. So, was haben wir denn hier? Scavenger. Und da ist noch ein paar Kräuter, aber die sind mir eigentlich relativ Wurst. Aktuell. Hier ist sonst nichts. So. Na, dann kommt mal her. Und du bleibst da hängen. Guck seinem Freund so, wie er verdroschen wird. Hör, mach dich das an. Ja, komm, Spanking. So, hier gibt es natürlich eine Menge Kräuter. Die möchte ich natürlich gerne einsammeln. Aber die später gebrauchen können, glaubt mir. Dann so im zweiten, dritten Kapitel, wenn es dann stärkere Gegner gibt hier, dann geht's aber rund. Das wird dann schon kein Zuckerschlecken mehr. Noch ist hier alles relativ easy und entspannt. Wir können alles abgrasen und farmen, aber später dann geht's ordentlich zur Sache. So. Deswegen, wenn ich Gothic 2 spiele, versuche ich immer so viel wie möglich aus dem ersten Kapitel mitzunehmen, weil man da noch entspannt die Gegend erkunden kann. So, wir können jetzt entweder hier hingehen, aber ich glaube, dafür sind wir noch nicht stark genug. Muss ich gleich nochmal gucken, oder wir können hier hochgehen. Es ist aber auch ein bisschen schwierig. Weil hier wird es halt schon gefährlich. Ja, ja, so ist das. Alter, da unten sind schon Feuerwarane. Ja, das Spiel passt sich uns nicht an. Wenn das Spiel der Meinung ist, dass wir hier nichts zu suchen haben, haben wir hier nichts zu suchen. Punkt. Dann müssen wir das nur mal so einsehen.
Finde ich persönlich ganz geil. Also es hat mit Skyrim war okay, Open World, super, wunderschönes Spiel, kein Thema. Aber dieses Anpassen an deine eigene Stärke war ein bisschen meh. Bei den Drachen war es okay, bei den anderen war es jetzt nicht ganz so geil. Das hätte man besser lösen können, finde ich. Also ja, ich habe jetzt hier, wie gesagt, Skyrim kritisiert, weil es ist zwar ganz nett, wenn man Dingsbums hat, wenn man ein, wenn man eine Welt hat, die sich anpasst und man sie ohne Probleme erkunden kann, aber ich finde, das macht auch so ein bisschen den Reiz kaputt. Also für mich zumindest, Gothic 2 war für mich halt sehr reizvoll, habe ich sehr gemocht, weil das Spiel sagt, du bist zwar der Spieler, aber wir sind ja zu Gast in der Welt. Ist ja nicht unsere Welt. Also es hat mir halt wirklich gefallen. Also es gefällt mir immer noch in Gothic. Es ist ja nicht so, als wenn das Spiel tot wäre und es nicht wirklich geben würde. Und das finde ich halt, ich persönlich finde es halt ein schöner Zauber. Muss ich auch Witcher 3 nochmal loben, dass sie das wieder mit reingebracht haben. Sehr schön gemacht. Untote vernichten wir natürlich ganz nett. Stimmt, die Zaubersprüche habe ich ja auch noch. Ist die Frage, woher ich sie habe. Wird natürlich interessant sein. Ich will nur die Heilpflanze. Ich will euch nichts tun. Okay, doch will ich, aber... Du gehst mir auf die Nüsse, du Lümmel, du Träge. So. Erstmal schön looten. Essen wir mal ein bisschen Fleisch. Ich glaube, ich sollte mir mal ein bisschen Zeit nehmen hier in dem Offscreen und sollte mal das ganze Fleisch anbraten, weil wenn du das Fleisch nämlich anbrätst, gibt es anstatt 6 Lebensenergie 12. Und ich glaube, so wie ich das gerade sehe und ich mir eigentlich die Dingsbums aufheben möchte, muss ich auch mal ein bisschen Kohle farmen und mir... Ja, das geht noch. Komm mal her, Riesenratte. Alter, so eine Ratte, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Immer wenn ihr in Gothic 2 eine Höhle erkundet, bitte abspeichern, Leute. Es kann nach hinten losgehen. Da sehe ich es nämlich schon. Okay. Ach komm, scheiße, und drauf. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So, Wanzenfleisch können wir natürlich einsammeln. Mh, lecker. Das ist genauso, als würdest du Kakerlaken fressen.
Naja, Not macht erfinderisch, ne? Wir sind ja im Krieg, mehr oder weniger. Der Bauer hat keinen Bock mehr. Also müssen wir nehmen, was wir finden. Und zur Not müssen wir auch Kakerlaken fressen. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Jagdbogen, Mana-Essenz, Schwefelfisch. Alter Fisch aus der Truhe, aus irgendeiner Mine. Lecker. Die Tür können wir offen lassen. Ich glaube, hier sollen wir nicht rein. Können wir auch gar nicht rein, oder? Das geht noch. Da sind nur normale Goblins. Der Krieger ist, glaube ich, der stärkere von denen, der mir am meisten an Sorgen bereiten sollte. Oh Mann, ich hasse die Goblins. So. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, weil ich weiß nicht, was noch links auf mich wartet. Aber erstmal alles essen, klar, warum nicht? Weißer Rum, ist immer gut. Nochmal einen Schluck Wasser hier. Den bitteren Nachgeschmack des Rums wegzuspülen. Erstmal noch ein paar Höhlenpilze. Und noch ein paar Pflanzen, so ein bisschen was Grünes zwischen die Zähne. Und natürlich Fleisch, nicht vergessen. Natürlich roh, schon ewig in 3 Tagen im Inventar. Die Maden können wir davon runterkratzen, das stinkt ein bisschen, aber das passt schon. Da darf man hier, darf man nicht so rumheulen. So, ist das eigentlich unsere erste Höhle? Oh, ist nur ein Goblin, okay. Ja, die ganze Zeit rumlaufen ist nicht mein Lieber, ne? Das geht nicht hier, das ist scheiße. Was haben wir hier? Kohle und ein Dolch. Kohle, das ist gut. Die Höhle ist relativ einfach, das ist noch eine leichte Höhle. Lederbeutel, rohes Fleisch, Schinken, gebratenes Fleisch. Oh, die lassen sich hier echt gut gehen. Hier mit einem Feuer, Schinken, gebratenes Fleisch, rohes Fleisch. Die müssen, doch. Hier, rohes Fleisch 12. Und, oh, Schinken, geil. Die wissen, wie man sich's gut gehen lässt. Das muss man denen lassen. Das haben sie drauf. Armbrustschützen, 2 Lebensenergie, 2x Einhandkampf und Stärke. Haben wir genau das hier gefunden, was wir brauchen. Eigentlich ziemlich nice. Und das war Höhle Nummer 1. Also ich weiß nicht, ob wir hier mehrere Höhlen erkunden und ob wir das überhaupt sollten. Weil hier kann man nämlich auch eine andere Höhle finden. Diese Höhle ist allerdings erst für später, wenn ich Magier werden sollte. Relevant. Wenn nicht, dann halt nett. Auf jeden Fall geht es dann hier rechts lang. Und da oben. Naja, wird schon irgendwie laufen. Erstmal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Ja, wenn jetzt hier so ein Rudel Snapper oder so auf uns wartet, muss ich ganz ehrlich gestehen, brauche ich jetzt auch nicht anzufangen. Hey, du. Wartest du auf jemanden?
Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. What? Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Warum nicht? Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nahe. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Und wehe, du kneifst. Oh nein, ich kneif nicht. Ich kneif schon nicht. Komm bald. Und wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Nichts zu holen. Hey! Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar... Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du? Was kannst du mit Crawlerplatten, Zangen, Klauen, Blutfliegen, Flügel und Stachel? Oh, das ist alles eigentlich ganz nice, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Jo, schade, der hat uns nämlich die ganze Erfahrung hier geklaut. Die hätten wir nämlich alle selbst brauchen können. Der hat natürlich vollkommen recht, der Kerl. Aber ich speichere ab und will euch das gleich mal zeigen. Hier ist nämlich ein schwarzer Troll. Der ist, wenn du den besiegst, ist das der Hammer. Das ist eine Goblinbeere. Da hinten steht er. Hier gibt es noch irgendwas, dieses Gitter, die lernen wir auch noch später kennen, brauchen nämlich auch irgendwas. Allerdings schleichen wir uns mal an. Da liegt auch ein paar Sachen rum, die sind nicht so viel wert, aber wenn wir den besiegen, dann gibt der 5000 fette Punkte. 5000 XP, Alter, das müsste dir mal geben. So, die Sonnenaloe für die Dingsbums haben wir. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den irgendwie triggern. Ich glaube, das geht nämlich. Er hat uns gesehen, das ist gut. Der frisst aber auch kaum Schaden, also ich glaube... Ja, dann komm mal her. Ja, das ist übel, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir so gedacht. Das, du kannst ihn nämlich irgendwie so triggern, dass der seine Angriffe ins Leere gehen und der dich nicht anvisieren kann. Ich weiß allerdings nicht, wie das geht. Das müsste ich hier try and error und das wird jetzt wahrscheinlich lange dauern, aber ich möchte es einfach mal probieren. So, da hat er mich im Dingsbums. Okay. Dann komm mal her. Ich nehme mal einen Schritt zurück. Ja. Ah, ich hab's geschafft, wie geil. Darf sich nur nicht bewegen, der Kerl. Alter, wenn ich den jetzt so schaffe, Leute, dann ist das der Hammer. Es läuft. Oh, wie geil ist das denn? Ich hab den noch nie, wirklich, auch später nicht. Also wenn der euch klatscht, ihr fliegt immer weg, egal was für eine Stufe ihr seid. Ja, dir macht das ja nichts aus, ne? Also wie ihr seht, der hat massiv viel. Aber ich glaube, na, ein ganzes Level up wird es nicht, aber es wird ein massiver Batzen. Ich habe ihn früher immer nur mit massiv vielen Zaubersprüchen besiegt. Also
hier mindestens 50, 60 Mana, mich irgendwo versteckt und dem ordentlich die Dinger um die Ohren geklatscht. Sämtliche Kreaturen beschworen, das hat auch richtig Geld gekostet und so viel Kohle kriegst du gar nicht. Ich weiß, es dauert jetzt ewig. Das ist mir egal. Ich freue mich gerade riesig drauf, dass ich diesen... Aber das sieht auch schon böse aus, ne? Ich glaube, das ist auch... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis auf die... Bis auf andere Gegner ist es, glaube ich, auch der stärkste. Also von den XP gibt der so viel... Da muss man erstmal rankommen. Der muss noch einen Schritt oder ich muss noch einen Schritt nach vorne gehen. Dann komme ich nämlich in seinen Angriffsradius an, aber ich bin gerade so in der Range drin. Oh, okay, dann war das nicht der Fall. 1000 XP. Ist okay. Ich habe gedacht, er gibt 5000. Ein Ring. Eine Folteraxt. Ein Kronstück. Oh, Kronstück. Ein Trank. Was war das denn für ein Trank? Okay. Aber Folteraxt natürlich. 125, 125. Natürlich ordentlich. Ja. War geil. Auf jeden Fall. Coole Sache, coole Sache. Ich glaube, der Krimbald wird gleich hier auftauchen, wird uns erstmal hier sagen, ey Junge, du hast voll die Eier, Alter. Wir haben so richtig schäbig gemacht. So richtig gammelig. Hier liegt noch Snapper-Crowd herum. Alter, wir haben den schwarzen Troll besiegt. Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Alles klar. Coole Sache, coole Sache. Wir können natürlich hier hin. Da müssen wir aber noch mal hin, also von daher. Hier eventuell, das ist immer so eine... hier, also wie gesagt, da hinten geht es halt zum Ritualkreis. Da müssen wir sowieso hin. Egal was wir tun, das ist von der Story her festgelegt. Aber, what the... Hier zum Beispiel, das ist unabhängig von der Story. Hier müssen wir nicht direkt lang, hier müssen wir nur lang, wenn wir zum Beispiel Magier sind. Deswegen gucke ich mir das einfach mal in Ruhe an. Erstmal, bevor ich jetzt hier anfange. Entschuldigung. Das mache ich auch recht selten, muss ich gestehen. Weil ich ja normalerweise nicht der Typ bin, der den Weg der Magier finden geht. Weil da gibt es andere Spiele, die das besser machen. Weil Magier wird halt, ist zwar am Anfang ganz nett. Und du kriegst auch richtig schön Respekt und allem drum und dran, aber man muss auch gestehen, im späteren Spielverlauf wird es nicht so geil. So, hier ist noch eine Höhle. In diese Höhle müssen wir rein. Später, jetzt eigentlich noch nicht. Oder beziehungsweise vielleicht später. Aber da kann man sich auch verlaufen. Da gibt es nämlich zwei Sachen. Entweder hier einen rechtschaffenen Weg, der relativ easy ist.
oder den bösen Weg, wo noch ein paar Monster auf dich warten. Also hier ist natürlich hier von Menschen gemacht, ist klar. Da müssen wir lang und hier sollten wir nicht lang. Außer man will so verrückt sein wie ich. Und dann sollte man da schon lang gehen. Wir müssen Fleisch aufheben. Wir brauchen auch ein bisschen, aber wir kriegen auch ordentlich. Also von daher. Ich habe keine Ahnung, ob das schon... ob wir schon so weit sind. Ja, das sieht alles schon hier heruntergekommen aus. Das ist auf jeden Fall nicht... Nein, zwei will ich eigentlich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich hasse die Minecrawler. Ich hasse sie so sehr, weil die ohne Vorwarnung direkt kommen. Und zwar direkt. So einzeln sind sie okay. Aber zu zweit, ey, das wird gar nichts. Na komm her. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Yo. Leck mich am Arsch. Wir haben es geschafft. Wir haben zwei Minecrawler besiegt. Das werde ich natürlich erstmal speichern. Was haben wir denn hier? 277. Ja, da werde ich mir meine Heilung gönnen. Das war unsere letzte. Jetzt haben wir nur noch die große. Nochmal zur Sicherheit speichern. Ja, ich war früher nicht so der Typ, der seine Sachen oft gespeichert hat. In diesem Spiel habe ich es gemerkt. Hier gibt es coole Sachen, die können wir alle super verkaufen. Oh, Tränke, Tränke, Tränke. Trank, Trank, Trank. Ich glaube von jedem Trank ein, bis auf Elixier. Wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn sie hier ein Elixier reingemacht haben. So für das, so nach dem Motto, hey, du hast jetzt mal langsam genug gemacht hier. Gibt es nochmal ein kleines Boni. Aber vorher möchte ich nochmal nachgucken, ob das auch wirklich der Fall ist. Nee, okay. Den möchte ich natürlich schon angreifen. Aber die Warriors sind natürlich ganz anders. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich hab's mir gedacht, oh Mann, ey. Aber warum bist du denn auf einmal aus diesem Scheiß rausgegangen? Kacke. Warte, von da kam ich? Hä, warum gibt's hier denn... Nee, hier gibt's nur die zwei. Okay. Von da kam ich und hier links geht's weiter, okay. Dann komm mal her. Ja, Mist, man kann dich nicht einfach so rumdrehen.
Ich hasse es, wenn die so einen Seitwärtsschritt machen. Ja, Minecrawler sind schon echt übel. Also da kannst du nicht einfach nur das einfach so schnell mal das Bewegungsmuster abgucken und hier zack, 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 wie beim Dingsbums. Die sind viel wendiger und viel brutaler. Also die musst du, wenn schon, richtig treffen. So, jetzt kommst du. Natürlich kannst du auch von den Viechern nicht weglaufen, die sind sauschnell. So, mit Glück habe ich jetzt die richtige Stelle gefunden. Jo. Immer schön. Davon nehme ich mal so einen Trank. Und so einer. Level up haben wir. Und 29.000 haben wir. So, jetzt will ich einfach mal YOLO reinrennen. Vielleicht klappt's ja. Immer die links und rechts auf die Fresse Taktik. Immer schön. Perfekt, oh, das war geil. Kann man nichts machen, okay, nichts holen. Aber hier haben sie wenigstens was Schönes versteckt. Eine Steintafel, ich hoffe, die war es wert. Kronstöckel und ein leichter Zweihänder. Oh, super. Supi, haben wir schon 3 Stück von den Teilen. Oh, super, super, super. Sonnenallure, die brauchen wir für jemand Spezielles. Was haben wir hier? Armbrustschützen 1, Lebensenergie 3. Magie 3. Oh ja, geil. Zweimal Einhand und Stärke. Ja, wird Zeit, dass wir die 3. Stufe erlernen. Deswegen will ich mir die 10 Lernpunkte aufheben. Ich glaube, du brauchst 10 für Stufe 5 für Stufe 1, 10 für Stufe 2 und 15 für Stufe 3. Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall coole Sache. Ich werde hier nochmal speichern. Geil, 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 geil. Jetzt gucken wir uns diese Höhle nochmal weiter an. Links der böse Weg sozusagen, den haben wir ja so gemeistert. Hier ist der gute Weg und ja, irgendwie mit Magie alles versehen. Oh, hier ist was drin und schön und toll und super. Ah ja. Die Truhe können wir nicht öffnen. Egal was wir machen. Da ist ein Runenstein drin. Diesen Runenstein brauchst du. Aber erst wenn das Event getriggert ist. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich hier mal und sag bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüssi.